Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Feingeister, zurück auf unserem YouTube-Kanal. Ich begrüße euch ein weiteres Mal aus unserer wunderschönen Tasting Lounge zu einer weiteren Ausgabe von Spirituose der Woche. Ihr habt es geahnt, es ist mal wieder ein Whisky geworden. Ihr kennt mich wahrscheinlich mittlerweile. Wenn ich die Wahl habe, gibt es einen Whisky. Adleraugen unter euch. Diesmal haben wir einen Glenmorangie, aber nicht einfach nur irgendeinen Glenmorangie. Und der hat auch einen bestimmten Grund, warum wir den heute haben. Der ist ganz, ganz neu, sehr neu hier auch bei uns im Laden reingekommen. Ist eine Sonderauflage. Das ist der Glenmorangie A Tale of the Forest. Und der hat uns von Design und Namen her einfach so gut gefallen, dass wir gesagt haben, der muss die Spirituose der Woche werden. Und nicht irgendwann, sondern jetzt. Richtig begeistert hat uns auf jeden Fall, also auch schon beim Auspacken von dem Ganzen, einfach diese wunderschön verzierte Verpackung, ja, wo hier Kunstwerke drauf sind, zieht sich auch auf der Flasche weiter mit durch. Ich habe jetzt gerade vorher noch ein bisschen recherchiert über das Ganze. Das ist auch nicht einfach nur irgendwie ein Gemälde, sondern das ist tatsächlich eine Zeichnung von einer, ich meine, thailändischen Künstlerin. Ich hoffe, ich, oder was heißt, ich hoffe, ich befürchte, ich mache jetzt den Namen fürchterlich kaputt. Pomme Chan. Die hat wohl auch schon für andere internationale Projekte Kunstwerke veröffentlicht. Und ich muss sagen, hier, also ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Das ist uns einfach auch direkt ins Auge gestochen. Während ich jetzt schon mal hier den Whisky aufmache, dass er auch ein bisschen atmen kann, gibt es von mir auch noch ein paar Eckdaten zu dem Ganzen. Hier hat Glenmorangie mal wieder absolute, ja, Experimentierfreudigkeit bewiesen. Wie gesagt, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Was steckt hinter der Abfüllung? Warum heißt die Abfüllung so? Hier wurde, also ich sag mal, wenn man anfängt zu lesen, was hier passiert ist, denkt man im ersten Moment erstmal, oder ging mir zumindest so, das klingt ja erstmal wie ein guter Gin. Denn auch hier ist es ein Single Malt, ganz klar. Die Gerste wird gemälzt und dann wird irgendwas verbrannt, um das Ganze zu trocknen und den Melzeprozess zu unterbrechen. Und in dem Fall wurden hier diverse Botanicals darunter, unter anderem die Wacholder, Tannennadeln, Holzrauch etc. Also wirklich ganz, ganz viele außergewöhnliche Dinge verwendet auf den Darböden, um eben das Ganze zu trocknen, den Malzprozess zu unterbrechen. Und ich sag mal, das hat natürlich geschmacklichen Einfluss. Ne? Je nachdem, was hier abgebrannt wird. Man kennt es vielleicht von einem Torfig-Rauchigen, da wird Torf abgebrannt für den gleichen Zweck, findet sich wieder im Whisky. Genauso schaut man zu den Jungs von Highland Park rüber. Da wird Heidekraut mit verbrannt. Man hat den Geschmack im Whisky. Das heißt, die Vermutung liegt nahe, dass man hier jetzt wirklich so eine kräutrige Mischung hat. Die Wacholder, die wird verbrannt, wurde Tannennadeln. Ja, also da steckt natürlich die Vermutung oder liegt die Vermutung nahe bei mir, dass ich jetzt hier auch sowas finden werde. Dann eine Aussage, die kann ich nicht richtig deuten, was das oder was Sie uns damit sagen wollen. Vielleicht weiß es einer von euch genau. Glenmorangie schreibt sowas wie, nachdem das alles destilliert wurde, wurde das waldnahe gelagert. Ich habe nichts Näheres dazu finden können, leider. Vielleicht aber weiß es tatsächlich einer von euch. Weiß nicht, haben die vielleicht irgendwo eine Waldhütte, ein Lager mitten im Wald? Oh, Entschuldigung. Ja, oder irgendwie sowas konnte ich nicht so richtig deuten, was uns damit sagen wollen. Aber auf jeden Fall daher kommt auch der Name, Tale of the Forest, die Tannennadeln, verschiedene Kräuter, also alles, was man so irgendwie im Wald findet, wurde hier eben verwendet. Ist natürlich interessant. Sie schreiben, dass das das erste Mal passiert ist. Ob das wirklich das erste Mal jemand gemacht hat in diesem Umfang, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall interessant und super spannend. So, ach so, habe ich ganz vergessen. Abgefüllt ist das Ganze nicht in Fassstärke. Ist mit 46% in die Flasche gekommen. Finde ich auch sehr vernünftig. Wenn man schon so eine Abfüllung macht, muss man sie nicht auf 40% runterziehen. Aber 46% klingt vernünftig. Und jetzt zum wichtigen Geruch, Geschmack, Abgang, findet man alles raus. Wahnsinn. Also ich habe hier auch tatsächlich direkt
einen Tannenwald im Geruch. Ja, also wirklich so, die Tannennadeln merkt man extrem durch im Geruch. Es ist auch eine, ja, ich sag mal für mich was so eine Art von Rauchnote hat, aber jetzt kein irgendwie Rauch à la Torf oder irgendwas und auch nicht irgendwie, oh, das war jetzt ein Rechart, irgendwas. Sondern so im Hintergrund ist sowas Rauchiges, Holzrauch einfach irgendwie mit drin in der Nase. Aber für die nicht rauchig Trinker keine Angst. Also es ist wirklich so dezent, so weit im Hintergrund. Ja, und der ist einfach unfassbar kräutrig in der Nase. Also total ungewöhnlich für einen Glenmorangie. Und eine sehr subtile Süße schwingt mit. Keine malzige Süße, das nicht, sondern so eine leichte, subtile Süße, die mitschwingt. Im Großen und Ganzen, die Nase gefällt auf jeden Fall. Macht hier jetzt schon, ja, weckt Interesse auf den Geschmack. Ja, also die Tannennadeln sind der Wahnsinn. Also das kommt hier richtig durch. Richtig, richtig durch. Und eben das so, ja, so der Kräutergarten, der schwingt auch mit. Und jetzt langsam, das ist vermutlich der Fasslagerung oder der Art von Fässern, mit ein bisschen mehr Luft kommt tatsächlich auch die Vanille etwas durch. Habe ich, glaube ich, vorhin vergessen zu sagen. Der ist in First- und Refill-Bourbon-Fässern gelagert. Also auch keine Überraschung, falls sich da ein Hauch Vanille einmogelt. Gefärbt soll er nicht sein, kaufe ich ihm aber auch ab. Er hat eine schöne, satte, goldene Farbe. Genau. Dann will ich mich und euch nicht länger auf die Folter spannen und sage schon mal Slanche. Oh, wow. Der erste Moment, unfassbare Würze, richtig kräftig würzig, hat was Pfeffriges. Wow, gefällt mir gut. Holz hat er auch ein bisschen was abbekommen. Da hauptsächlich so ein bisschen Tannine, Bitterkeit. Altersangabe hat er nicht, habe ich auch nichts rausgefunden. Der wird irgendwas älter als 3 Jahre sein. Das ist das Einzige, wo wir uns sicher sein können. Das Einzige Offensichtliche, wo ich nicht nach einem Alter gesucht habe, war auf der Flasche selbst. Aber nein, auch hier steht nichts zum Thema Alter. Also haben wir hier ein No-Age-Statement. So. Also im ersten Moment wirklich die Würze, die kam jetzt so überraschend, weil ich die in der Nase überhaupt nicht drin hatte. Da war er wirklich mehr kräutrig und die Tannennadeln waren kräftig zu spüren im Geschmack. Im ersten Moment im Mund würzig, 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 Tendenz zu pfeffrig, aber nicht so extrem, dass es irgendwie übermäßig scharf wirkt. Aber er ist unfassbar voll im Geschmack. Und nach so einer gewissen Zeit kommen auch hier wieder die Kräuter durch. Das Einzige, was ich beim besten Willen jetzt nicht finde, ist, was ich im Geruch groß hatte, die Tannennadeln. Absolut nicht. Deswegen würde ich jetzt auch nochmal, nachdem ich gefasst bin auf das, was kommt, noch einen zweiten Schluck nehmen. Der ist toll. Der ist wirklich toll. Eine kräftige Würze, pfeffrig. Das Ganze wird dann abgelöst durch was Kräutriges. Die allgemeine Textur vom Ganzen super schön ölig, cremig, läuft wahnsinnig schön über die Zunge. Und auch hier wieder toi, toi, toi. Das war eine gute Entscheidung, den mit 46% abzufüllen. Erstens, er verträgt. Und zweitens, ja, diese Explosion von oh, Würze, oh, jetzt kommen die Kräuter im Abgang hin, sowas leicht tanninig, bitteres. Und auch hier wieder so eine Idee von Holzrauch, die hinten rauskommt.
glaube ich, wäre nicht so schön und nicht so hervorragend und vor allem nicht so rund gewesen, hätten sie den weiter runtergezogen. Also von daher wirklich top, top, top. Das Ding ist klasse. Das Ding ist was komplett anderes. Also wenn ihr jetzt den typisch, urtypischen Glenmorangie à la Quinta Ruba und La Santa, wie sie heißen, versucht, das ist er nicht. Wo er hier auch ist, er ist sehr angenehm trinkbar, wenn man kein Problem mit einer kräftigen Würze und einer pfeffrigen Note hat. Er ist auch mild von seinem Grundcharakter her, aber so geschmacklich tatsächlich eine andere Kategorie, eine andere Welt. Natürlich über durch die Produktion bedingt und auch, dass hier kein irgendwie anderweitig vorbelegtes Fass involviert war, spielt er natürlich alles mit rein. Das Einzige, wo ich jetzt gestehen muss, was ich nicht ganz weiß, wo er preislich liegt, aber wie immer, ihr kriegt die Infos unterm Video, ihr kriegt die Links auch zu den Flaschen direkt und natürlich auch zu den passenden Probiergrößen dazu. Nee, der gefällt mir echt sehr, sehr gut. Also der ist unbedingt probieren. Also auf jeden Fall. Wenn ihr kein Problem mit kräutrig würzigen Whiskys habt, probiert das Ding. Das Einzige, was, und das weiß ich, ein bisschen abschreckend sein kann, die Tannine im Abgang, aber die sind da, die sind präsent, es ist aber keine irgendwie Bitterbombe. Das auf gar keinen Fall. Man merkt nur, sie sind da, man merkt, aha, hier war Holz involviert. Ihr merkt schon, ich kann mich kaum satt riechen an dem Ding, der macht einfach Spaß. Nee, der ist wirklich gut. Farbe sauber, Mundgefühl sauber. Probiert das Ding, holt euch das Teil, solange wie es den noch gibt, weil ich vermute auch der, da es eine limitierte Auflage ist, wird irgendwann weg sein. Nee, der ist klasse, der macht Spaß. Der kriegt einen ganz, ganz dicken Daumen hoch von mir. Wow. Insofern wünsche ich euch allen noch eine schöne Woche. Wenn ihr irgendwas noch wissen wollt zu dem Ding, lasst mich in den Kommentaren wissen. Macht ihr ja in letzter Zeit sowieso sehr gerne, sehr häufig. Finde ich klasse, macht Spaß. Dann nochmal ein dickes Danke an euch. Und wie gewohnt, Samples, Links, Infos, Sachen, die ich vielleicht vergessen habe, kriegt ihr wie immer unter dem Video. Insofern noch eine schöne Woche.